Ich begrüße recht herzlich am Telefon Arvst Wagner, den ehemaligen grünen Vorsitzenden in Schleswig-Holstein. Arvst, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich würde natürlich gerne wissen, Arvst, dann steigen wir mal schon richtig ein. Seit wann beschäftigst du dich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Also ich habe mich seit Anfang der 80er Jahre, erstmal hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer, seit Mitte der 80er Jahre mit der Trennung von Arbeit und Einkommen beschäftigt und auf die konkrete Idee bedingungsloses Grundeinkommen bin ich Ende der 90er Jahre gestoßen und seitdem fahre ich hier durch die Lande und mache Veranstaltungen zu dem Thema. Warum hältst du es für notwendig, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte? Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe. Man könnte fast sagen, die gesamtgesellschaftliche Tendenz, was Arbeitsmarkt betrifft, treibt in diese Richtung. Nur die Parteien merken das noch nicht so richtig. Also gibt es erstmal natürlich diese Digitalisierung, die unterbrochene Berufsbiografien in großem Maße schaffen wird. Es gibt die demografische Entwicklung. Es gibt überhaupt die Entwicklung der Sozialsysteme, Rente, Krankenkassen, Arbeitslosenversicherung, die alle nicht mehr finanzierbar sind auf Dauer, was auch im Grunde alle wissen. Das habe ich im Bundestag festgestellt, wenn ich mit Abgeordneten anderer Parteien gesprochen habe, dass denen eigentlich bewusst ist, dass die neue Zeit nicht mehr auf den Sockel des bisherigen Sozialsystems passt. Ja, nun gibt es ja verschiedene Modelle auch des bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist ja eine Idee, da gibt es verschiedene Entwicklungen auch, zumindest theoretischer Art. Gibt es Punkte, die du für dich aufgegriffen hast, die du immer wieder sagst, was wäre notwendig, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde? Ja, es gibt da natürlich erstmal die Idee Grundeinkommen. Da verhalte ich mich so, dass ich mich an die vier Grundsätze des Netzwerks Grundeinkommen halte. Also ist individuell ausgezahlt, ohne Bedürftigkeitsprüfung, in kulturfähiger Höhe. Und der vierte fällt mir mal nicht ein, den muss man dann mal nachlesen. Das ist die Idee. Und dann gibt es die verschiedenen Konzepte, das heißt die Finanzierungskonzepte, die Frage der Höhe des Grundeinkommens und, was mir besonders wichtig ist, die Einbindung der Grundeinkommensdebatte in eine neue Steuergesetzgebung, die gesamtgesellschaftlich sein muss. Das Problem ist häufig, dass viele aus einer bestimmten Lobby, sage ich jetzt mal, im positiven Sinne heraus argumentieren. Also die einen sind unternehmerfreundlich, die anderen wollen was für die Hartz-IV-Empfänger tun und. Und ich meine, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Modell brauchen, wo wir die verschiedenen Probleme der gesellschaftlichen Schichten in einem neuen Steuermodell mit dem entscheidenden Modul bedingungsloses Grundeinkommen beantworten müssen. Ja, du bist ja nun auch schon, wie du sagst, seit vielen, vielen Jahren im Thema. In Schleswig-Holstein gibt es ja jetzt zur Zeit, für alle, die es in Österreich noch nicht ganz genau wissen, eine Koalition zwischen den Grünen und der CDU. Du warst in den Koalitionsvereinbarungen. Und der FDP. Und der FDP, genau. Du warst in den Koalitionsvereinbarungen zu einem sogenannten Zukunftslabor dabei, was eingerichtet werden soll. Kannst du da mal ein bisschen ausholen? Was bedeutet das eigentlich? Was soll das für Schleswig-Holstein bedeuten in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, also in dem Entwurf des Koalitionsvertrages, der von der FDP gemacht wurde, federführend war da der jetzige Sozialminister Heiner Gag, ein Loblied auf Hartz IV. Das haben wir relativ schnell einig vom Tisch gewischt. Ich habe dann nur gesagt, dass nicht mal die Zahlen stimmen, was die Arbeitslosen betrifft. Und wir haben natürlich, wenn man die prekär Beschäftigten in Deutschland mitzählt, und das tue ich, viel mehr Arbeitslose als die, die normalerweise angegeben werden. Also wir haben 7 Millionen prekär Beschäftigte. Wir haben offiziell 4,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Das sind natürlich viel mehr, weil ganz viele Gruppen rausgerechnet werden. Und es war dann zu unserer Überraschung, also wir waren 4 Vertreter der Grünen Schleswig-Holstein dabei, waren wir uns in der Analyse der Probleme des jetzigen Systems parteiübergreifend sehr einig. Und der Ministerpräsident Daniel Günther sagte mir damals, dass er die Diskussion, wie ein Sozialsystem jetzt im Zeitalter der Digitalisierung und der demografischen Entwicklung aussehen soll, sehr, sehr interessiert. Er will das unbedingt vorantreiben. Und
Dann haben wir gesagt, okay, wir haben alle drei, also die FDP, CDU und die Grünen, verschiedene Diskussionen zu dem Thema. Die Diskussion gibt es in allen drei Parteien. Und wir versuchen jetzt das so zu formulieren, dass wir erstmal nur sagen, Grundeinkommen und Bürgergeld, das ist ja das FDP-Modell, die CDU hat ein sogenanntes motivierendes Grundeinkommen im Ansatz, dass wir das so formulieren, dass wir eine offene Debatte geben durch die Legislaturperiode hindurch und dann einfach aus der gemeinsamen Analyse der Probleme schauen, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Und was wird zurzeit umgesetzt? Ja, das ist nun ein anderes Thema, sag ich mal, weil seitdem relativ wenig passiert. Also für mich war das, was ich sag's mal ein bisschen poetisch, der Geist von der Jamaika-Koalition war eben, dass man gesagt hat, wir wollen aus den Parteiideologien herausgehen und lösungsorientiert die Probleme anschauen. Und inzwischen ist es so, auch weil relativ wenig passiert ist, dass bei dem Thema die Parteien aus meiner Sicht wieder in ihre ideologischen Verschläge zurückgekehrt sind. Und das, was wir damals besprochen haben, dass wir eigentlich einen Dialog mit der Bevölkerung darüber wollen, dass wir verschiedenste gesellschaftliche Gruppen einladen, also auch die Sozialverbände, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter, das ist ziemlich ins Schleifen gekommen. Auch bei den Grünen ist da im Grunde wenig passiert. Mir hat neulich eine führende Person hier aus dem Grünen Schleswig-Holstein gesagt, die Partei war damit überfordert. Aber wenn man heute Fernsieht oder Zeitung liest, man kommt um das Thema einfach nicht mehr rum. Die Grünen haben dann als Konsequenz eine LAG Grundeinkommen gegründet, eine Landesarbeitsgemeinschaft, die sich jetzt mit den Konzepten beschäftigen soll. Also die Grünen haben das Problem, dass sie ohne Konzept in dieses Zukunftslabor jetzt hineingehen, weil sie kein geeintes Konzept haben. Und die LAG wird auch Jahre brauchen, um Konzepte zu entwickeln. Also da ist ein ganz erheblicher Zeitverzug. Ich habe immer wieder angemahnt, dass da jetzt was passieren muss. Es passierte aber nichts und das hat mich dann in parteiinterne Probleme gebracht, die mich dann auch zum Austritt aus der Grünen Partei bewogen haben. Ja, also du bist jetzt parteilos? Ja. Und stehst für das bedingungslose Grundeinkommen in Schleswig-Holstein? Ja, ich mache jetzt Veranstaltungen zum Grundeinkommen weiter. Ich habe mich auch allen Parteien angeboten, meine Kompetenzen mit einzubringen. Und ich bin deutschlandweit auch mit Mitgliedern verschiedenster Parteien und auf den Sozialverbänden und so weiter in Kontakt. Also die Arbeit ist mir nicht ausgegangen. Ich kann eine ganze Menge bewegen, aber jetzt nicht mehr in der Partei. Es sei denn, die Grünen entscheiden sich doch noch, das Thema wirklich ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. Dann könnte es sogar passieren, dass ich mich entscheide, wieder einzutreten. Aber dazu bräuchte ich eine vernünftige Arbeitsgrundlage. Du hast gerade auch gesagt, dass auch die Grünen sich im Moment intensiver mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen. Robert Habeck, der Vorsitzende der Grünen. Wie ist deine Verbindung zu ihm? Was hat er für eine Auffassung dazu? Also zur Zeit der Verhandlungen, der Koalitionsverhandlungen, Zukunftslabor, hat Robert sich mit dem Vorschlag eines Modellversuchs in Schleswig-Holstein nach vorne gewagt. Das hat ihm auch in eigenen Parteien nicht nur Freundinnen und Freunde eingebracht, aber es hat natürlich einen Medienhype ausgelöst und es war dann nach den Koalitionsverhandlungen im Sommer, das kann man ja heute noch googeln, ein echter Hype da, der auch bundesweit ging. Ich habe sogar gehört, dass in Argentinien, in einer argentinischen Zeitschrift, ein Artikel über diesen Passus des Zukunftslabors erschienen ist und dieser Schwung war da. Dann ist ja Robert aber nach Berlin gegangen und damit war der prominenteste Vertreter der Grünen fürs Grundeinkommen im Grunde hier weg. Und es haben sich die Leute weitgehend durchgesetzt hier in Schleswig-Holstein bei den Grünen, die dem Grundeinkommen kritisch gegenüberstehen. Und seitdem ist die Luft ein bisschen raus. Und Robert versucht das jetzt auf Bundesebene, thematisiert das Grundeinkommen immer wieder, äußert sich aber nicht über konkrete konzeptionelle Ideen, die er hat, sondern er versucht das Thema erstmal allgemein zu platzieren. Das unterstütze ich auch und das finde ich auch gut. Mhm.
Du hast auch gesagt, dass du verschiedene Kontakte hast in die unterschiedlichsten Parteien. Ja, wer aus welcher Partei ist noch auf dem Weg, sich dem bedingungslosen Grundeinkommen politisch zu verschreiben? Ich war ja von 2012, 2013 als Nachrücker knapp 2 Jahre im Deutschen Bundestag und habe von meinem Büro aus damals das bisher meines Wissens einzige fraktionsübergreifende Arbeitstreffen zum Grundeinkommen organisiert. Es waren damals Vertreter der CDU, SPD und der Grünen und der Linken dabei. Die FDP wollte nicht, weil Katja Kipping mit eingeladen hat. Also da kam mal wieder der alte Politikstil durch. Aber dieses Treffen hat mir gezeigt, dass die Diskussion in allen Parteien vorangetrieben wird. Es sollen inzwischen zum Beispiel bei der SPD über die Hälfte der Mitglieder in Deutschland fürs Grundeinkommen sein. Und wenn man sich das Wahlergebnis jetzt in Bayern anguckt, wie die SPD sozialpolitisch dasteht, meine ich, dass es der SPD, aber auch den anderen Parteien anstehen würde, sich viel intensiver in die große gesellschaftliche Debatte über das Grundeinkommen massiv einzuklinken. Also seitdem Richard David Precht zum Beispiel das Grundeinkommen öffentlich vertritt, ist es einfach in der öffentlichen Diskussion gepusht worden. Und müssen die Parteien aufgreifen. Die soziale Frage ist eines der entscheidenden Fragen im digitalen Zeitalter. Und wenn sich die Parteien da weiter verweigern, dann werden sie das an ihren Prozenten bei Wahlen erheblich zu spüren kriegen. Es gibt viele Einzelne in den Parteien, auch Bundestagsabgeordnete oder auch auf Landesebene. Bei CDU und FDP, zum Beispiel Sozialminister Gaag, will unbedingt die Diskussion zu dem Thema vorantreiben. Woran es jetzt denn letztlich genau hier in Schleswig-Holstein hakt, kann ich nicht genau sagen. Die Parteien sind halt gespalten darüber und wer sich damit nach vorne wacht in der Partei, hat sofort auch eine ganze Reihe Gegner auf dem Hals. Vielleicht liegt es daran. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, also in den Parteien, ist zum Teil das Fenster auch für dieses Thema geöffnet, bei den Mitgliedern und in der Bevölkerung und auch in der österreichischen wie auch deutschen Bevölkerung steht das Grundeinkommen schon ziemlich hoch im Ansehen da, obwohl es wahrscheinlich auch Menschen gibt, die noch nicht ganz genau wissen, was es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auf sich hat. Es geht aus meiner Sicht auch nicht nur um die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens für viele, die diese Idee verfolgen, sondern aus meiner Sicht geht es auch um einen sogenannten Kulturwechsel. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also für mich ist das Grundeinkommen ein Querschnittsthema, das praktisch in alle politische Bereiche hineinragt. Wenn es ein Grundeinkommen bedingungslos für alle gibt, wäre es zum Beispiel für die Bildung ein ganz großer Aspekt. Denn ich war im Bundestag im Bildungsausschuss und habe da erlebt, dass im Grunde der Bildungsbegriff so zusammengeschrumpft ist auf die reine Berufsausbildung. Das geht teilweise bis in die Kitas. Das heißt, wir müssen den Kindern in den Kitas Englisch beibringen, weil wir sie aufs Berufsleben besser vorbereiten müssen und so weiter. Und das Grundeinkommen würde den Bildungsbegriff massiv erweitern. Die Parteien sagen ja immer, der Mensch steht im Mittelpunkt der Bildung. In Wahrheit ist es aber so, dass seine Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Bildung steht heute. Und das würde durch das Grundeinkommen natürlich eine massive Erweiterung, also einen erneuerten Bildungsbegriff nach sich ziehen können. Das zweite ist dann die Steuergesetzgebung. Ich möchte mal daran erinnern, was eine der Grundursachen für Hartz IV war, nämlich, dass die Unternehmen in Deutschland enorme Kosten für die Produktion, ich spreche nicht von den Löhnen, sondern von den Gesamtkosten für Produktion haben. Und in einer neuen Steuergesetzgebung könnte man tatsächlich auch die Mittelstandsunternehmen entlasten und dafür als Pauschale, als sozusagen als Ausgleich ein Grundeinkommen einführen. Dann hätte man wirklich ein gesamtgesellschaftliches Modell, bei dem alle, die FDP dann auch über massiven Bürokratieabbau zum Beispiel, ihre zentralen Themen verankern könnten. Und das ist meine Hoffnung, dass wir durch das Grundeinkommen mit Bildungsoffensive, mit einer
Offensive für die Kosten von Arbeit. Hier ist jetzt Senvion zum Beispiel rausgegangen, das ist die größte Windenergiefirma, die geht jetzt nach Belgien, weil da die Produktionskosten billiger sind. Und wenn man das Modell oder das Grundeinkommen so vertritt, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen alle einen Sinn drin sehen können, dann würden wir wahrscheinlich auf Dauer auch eine gesellschaftliche Mehrheit dafür haben können und auch eine politische Mehrheit dafür haben können. Das ist eigentlich mein Ansatz. Du bist ja auch schon seit längerer Zeit Blogger. Vielleicht bei der Gelegenheit, nenn doch nochmal deinen Blog. Ja, ich habe keinen direkten Blog. Ich schreibe für verschiedene andere Blogs, aber ich habe natürlich eine Facebook-Seite, auf der mal intensiv diskutiert wird, und ich bin bei Twitter, und mehr mache ich mal nicht, weil das reicht mir schon, weil der Tag ja nur 24 Stunden hat, bin ich damit voll ausgelastet. Ja, also du sozusagen, du hast ja im Moment stellst so einige Thesen auf, auch in Facebook, auf der Seite Bedingungsloses Grundeinkommen Schleswig-Holstein. Und dort kann man da kann man unter anderem auch einige theoretische Ansätze deinerseits nachlesen. Und es gibt unter anderem deinerseits eine Begrifflichkeit der Demokratiepauschale im Zusammenhang dessen, dass der Mensch durch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens sich selbst ermächtigen wird. Ja, genau. Also wir haben ja Entwicklungen durch massive Bürokratie und durch das Gefühl, oder das drückt sich im Gefühl der Menschen aus, dass sie in der Politik eigentlich nicht mehr mitreden können, dass über ihre Köpfe hinweg Politik gemacht wird. Wenn ich zum Beispiel mit Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern rede, haben die gar keine Zeit, sich einzubringen. Und insofern hätte man, wenn ein Grundeinkommen kommt, natürlich eine Möglichkeit, Arbeitszeiten zu reduzieren und sich im gesamtgesellschaftlichen Engagement wieder verstärkt einzubringen, im Ehrenamt, in Vereinen, in der Politik, in Parteien und so weiter. Und ich glaube, dass wir das brauchen, damit die Menschen dieses Gefühl, abgehängt zu sein, verkleinert wird, also zurückgefahren wird. Norbert Röttgen von der CDU hat dazu gerade heute ein Interview gegeben, der das auch so sieht, dass wir im Grunde wieder viel näher an die Menschen ran müssen und wir eine Demokratieoffensive brauchen. Das fand ich sehr, sehr gut, das Interview. Norbert Röttgen kennt das Grundeinkommen auch. Er hat mir selber mal gesagt, dass er intensiv mit Althaus, dem früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, darüber diskutiert hat. Und sein für mich entscheidender Satz in einem Gespräch, das ich mit ihm geführt hatte, war, er sei noch nicht ganz überzeugt vom Grundeinkommen, aber er sieht, dass es das einzige derzeit diskutierte Sozialmodell ist, das gesamtgesellschaftlich denkt. Also Röttgen beobachte ich da sehr genau. Und ich hoffe, dass er das Thema auch weiter vorantreiben kann und auch das auch überhaupt möchte. Vielleicht nochmal kurz, wer ist Norbert Röttgen? Norbert Röttgen war Umweltminister unter Merkel vor einigen Jahren und hat dann in Nordrhein-Westfalen, wo er Ministerpräsident werden wollte, die Wahl verloren, ist dann als Umweltminister zurückgetreten. Inzwischen sitzt er aber wieder im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag für die CDU und spielt wieder eine führende Rolle. Ja, ich bin im Gespräch mit Arvst Wagner, der ehemalige Grünen-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, heute selbstständig unterwegs für das bedingungslose Grundeinkommen in den verschiedensten Zusammenhängen und dort, wo er angefragt wird. Arvst, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen liegt dir auf jeden Fall sehr intensiv am Herzen. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen hat auch der Gründer von DM, Götz Werner, für sich auf seiner Agenda und treibt es voran, auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ein kürzlich geführtes Interview mit ihm, dort spricht er an, dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu dienen soll, endlich die Armut abzuschaffen und modular bei Kindern mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens anzufangen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also wir haben ja in Deutschland das Kindergeld und im Grunde ist ja Kindergeld schon so eine Art bedingtes Grundeinkommen. Also die Bedingung, die man erfüllen muss, um das zu bekommen, ist einfach, dass man ein Kind ist. Aber im Grunde geht das ja schon in die Richtung. Es gibt ja diese Frage des modularen Einführung des Grundeinkommens schon lange. Und es gibt die Idee Grundeinkommen und es gibt die verschiedenen einzelnen Module. Und ich finde Kindergrundeinkommen, Kindergrundsicherung absolut wichtig. Aber mir kann natürlich niemand erklären, wieso man dann sagt, okay, warum dann nicht auch gleich Rente? Warum dann nicht auch gleich Sanktionsfreiheit bei Hartz IV? Warum dann nicht auch gleich ein eigenes Einkommen für Behinderte und ein elternunabhängiges, nicht rückzahlungspflichtiges BAföG. Also für mich sind diese verschiedenen Module alle gleichwertig. Der Ansatz zu sagen, wir fangen mal mit dem Kindergrundeinkommen an, ist ein realpolitischer Ansatz. Das ist ja auch okay. Aber entweder weiß man, wo man hin möchte und dann denkt man das sofort für die ganze Gesellschaft oder man bevorzugt eine bestimmte Gruppe. Und ich kann das verstehen, realpolitisch ist das sicher auch nicht unklug, aber wenn man von der Idee Grundeinkommen kommt, kann man eigentlich die Frage, warum man eine bestimmte Bevölkerungsschicht jetzt bevorzugt behandeln will, nicht beantworten. Welchen Schritt würdest du zuerst gehen? Der erste Schritt ist, glaube ich, der, dass die Idee Grundeinkommen als gesamtgesellschaftliches Modell immer weiter verbreitet werden muss. Und das passiert ja auch. Also du sagtest vorhin, das Fenster ist offen. Ich sage immer, die Tür ist offen und kann nicht mehr geschlossen werden. Die Diskussion haben wir jetzt. Und das kann auch nicht mehr zurückgedreht werden. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer, riesiger Erfolg. Die Ausbreitung der Idee auch innerhalb der politischen Parteien muss auf jeden Fall weitergehen. Und wenn man das dann so schafft, dass man sagt, okay, wir führen das jetzt modular ein, Schritt für Schritt, Step by Step für eine Bevölkerungsgruppe nach der anderen, ist das sicher auch ein Weg. Aber das kann man ja nur dann, wenn man auch die Idee verstanden hat. Und dann denke ich mir, dann kann man das auch gleich im Rahmen einer neuen Steuerkonzeption als Modul einer neuen Steuergesetzgebung für alle mit einführen. Das bedingungslose Grundeinkommen, welche Rolle spielte es deiner Auffassung nach bei den Bayernwahlen? Also wir haben ja das, ich glaube, viele haben es verfolgt, was in Bayern passiert ist. Und wie ist deine Analyse? Also wir haben in den letzten Jahren in Bezug auf einen Begriff eine Wandlung erfahren, und zwar ist das der Begriff der Vision. Vor ungefähr 10 Jahren hatte ich das Gefühl, dass das Wort Vision fast ein Schimpfwort war. Also wer sagte, wir brauchen eine Vision, dem wurde dann mit dem Schmidt-Zitat geantwortet, wer Vision hat, soll zum Psychologen gehen. Und inzwischen hört man aber aus den verschiedenen Parteien irgendwie, dass wir für Deutschland, aber auch für Europa eine Vision brauchen und für diese Vision, die als erste große Vision im 21. Jahrhundert diskutiert wird, ist das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Ich denke mal, dass sich da was zum Positiven gewandelt hat, an das wir auch anknüpfen können. Dass wir das jetzt, dass wir schauen müssen, wie wir die verschiedenen Interessen bündeln können. Das ist dann die politische Frage. Es gibt ja auch innerhalb der Grundeinkommensbewegung nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch sehr harsche Debatten über die verschiedenen Finanzierungskonzepte. Und im Grunde muss jetzt einmal zum Beispiel vom Netzwerk Grundeinkommen aus ein Konzept entwickelt werden, hinter dem sich die meisten innerhalb der Grundeinkommensbewegung erstmal versammeln können. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass das passiert. Die Grundeinkommensbewegung hat sich in den letzten 15 Jahren 2-3 Mal fast gespalten. Das ging hin teilweise bis zum persönlichen Hass. Die Einkommensteuerbefürworter gegen die Konsumsteuerbefürworterinnen und so. Das geht alles gar nicht mehr. Wir müssen da wirklich Arbeit reinstecken, um ein gesamtgesellschaftliches Steuermodell zu entwickeln. Und was glaubst du, wie hat sich das jetzt bei den Bayernwahlen? Was spielte das Grundeinkommen? Soweit ich das mitbekommen habe, direkt kein Thema. Den Bayern geht es ja auch wirtschaftlich und so weiter eigentlich relativ gut. Das erstaunt ja viele, dass jetzt in Bayern die großen Parteien so abgestraft werden, wo nun Bayern wirklich ein relativ wohlhabendes Bundesland ist.
Es ist so, dass diejenigen, denen es relativ gut geht, die Notwendigkeit einer sozialen Neuaufstellung in Deutschland noch nicht so ganz klar ist. Trotzdem spielt natürlich diese Visionslosigkeit, also dass man das Gefühl hat, Probleme werden in Berlin oder in den Landesregierungen selten gelöst, sondern eher im Kreis herumgeschoben und das immer schneller, damit es keiner merkt. Also dieses Unwohlgefühl, dass wir in eine Zukunft gehen, auf die wir sozialpolitisch und bildungspolitisch und steuerpolitisch nicht vorbereitet sind. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Wenn man sieht, wie Söder mit Geld um sich geschmissen hat, bis hin zur Raumfahrttechnologie und so weiter, dann sieht man, dass das alles Einzelpunkte sind. Ob man die noch gut findet oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Aber es ist kein Gesamtkonzept da. Die Frage, wohin wollen wir mit unserer Gesellschaft? Was müssen wir tun, um den Herausforderungen der Zukunft, die jetzt beginnt, in diesem Moment beginnt immer die Zukunft, auch gerecht werden? Diese Debatte wird eigentlich nicht mehr in den Parteien geführt. Und ich glaube, dass das ein Grund ist dafür, dass viele Menschen mit der führenden Politik nicht zufrieden sind. Es mag auch mit ein Grund sein für das Aufkommen des Rechtspopulismus, dass die Menschen unbewusst merken, dass viele Dinge einfach schief laufen. Also wenn man nur mal überlegt, dass wir heute schon 34% der Rentenversicherung steuerfinanzieren und nicht mehr aus den Beiträgen finanzieren, dann sieht man, dass dieses solidarische Rentensystem jetzt mal als ein Beispiel nicht mehr funktioniert. Und das wird von vielen noch nicht klar gesehen, aber es wird gespürt und da entstehen auch Ängste in der Gesellschaft. Und auf die müssen wir dringend reagieren, damit sich die Gesellschaft nicht noch viel weiter so entsolidarisiert, als sie es jetzt schon getan hat. In Bayern und in Hessen konnte das Bündnis Grundeinkommen gewählt werden. Eine Partei, die das Thema ausschließlich als ihr Thema aufgegriffen hat, nur sich um das bedingungslose Grundeinkommen, die Einführung, darum zu kümmern. Welche Meinung hast du zu dieser Partei? Also, wenn ich es positiv ausdrücken soll, halte ich diese Partei für eine Public Relations Aktion fürs Grundeinkommen. Politisch habe ich manchmal das Gefühl, herrscht beim Bündnis Grundeinkommen eine relative Ahnungslosigkeit. Also ich habe die Frage damals gestellt bei Facebook auf der Seite vom Bündnis Grundeinkommen, was macht ihr denn, wenn das Desaster eintritt, dass irgendjemand von euch in ein Parlament gewählt wird, wo dann 5 Jahre lang 100 Themen behandelt werden, die nicht unmittelbar mit dem Grundeinkommen zusammenhängen. Was wollt ihr denn da vertreten? Denn man wird nicht in ein Parlament gewählt, weil man selber eine eigene Idee vorantreiben will, sondern man wird in ein Parlament gewählt, um, und man muss ja bei jedem Thema mitstimmen, um im Grunde Verantwortung für alle gesellschaftlichen Themen zu übernehmen, die in Parlamenten behandelt werden. Und da halte ich das Konzept des Bündnis Grundeinkommen für total ungeeignet. Das ist meine Kritik an dem Bündnis. Das Bündnis Grundeinkommen hat sich allerdings auch jetzt macht sich stark bei den Europawahlen gewählt zu werden. Sie haben eine etwas längere Liste auch aufgestellt mit Kandidaten, unter anderem auch der Bloggerin Bauke Dobberstein, die wiederum eine Aktivistin im Grundeinkommen ist, auch im Netzwerk Grundeinkommen. Vielleicht auch nochmal der Unterschied. Das Netzwerk Grundeinkommen in Deutschland ist ein Sammelbecken, ein Netzwerk, wie der Name sagt, die alle möglichen Meinungen, Institutionen, alle Bereiche, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen, sammeln, ein Verein und Bündnis Grundeinkommen, eine Partei, die zumindest jetzt auch in Hessen und auch in Bayern gewählt werden können und konnte und zukünftig auch bei der Europawahl. Jeder sollte sich da sicherlich nochmal auch erkundigen auf den jeweiligen Internetseiten, was es mit den beiden auf sich hat.
Ja, also ich glaube, in Bayern haben Sie nicht kandidiert, da haben Sie die erforderliche Stimmenzahl im Vorweg der Wahl nicht zusammengekriegt, habe ich jedenfalls gestern gelesen, aber trotzdem hast du natürlich recht in der Frage. Im Sinne einer Public Rights Aktion fände ich das gut, wenn jemand vom Bündnis Grundeinkommen ins Europaparlament gewählt wird. Also Bauke zum Beispiel ist eine sehr engagierte Grundeinkommensbefürworterin. Ich sag's mal ganz platt, die finde ich einfach klasse. Wenn man sieht, wer sich alles im Europaparlament so an kleinen Parteien herumtreibt, schadet das sicher nichts, wenn da auch ein paar Leute sitzen, die das Grundeinkommen vertreten. Ja. Ich glaube aber, dass es aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt bei den Grünen ausgetreten bin, dass die Mehrheitsverhältnisse, was das Grundeinkommen betrifft, zum Beispiel bei der Linkspartei oder bei den Grünen, so eng sind, dass ich empfehlen würde, in diese Parteien reinzugehen, um da das Grundeinkommen zu pushen. Ich habe sehr oft erlebt bei den Grünen, dass es, wenn es um die Sozialsysteme und das Grundeinkommen ging, die Abstimmungsverhältnisse außerordentlich knapp waren. Und ich habe dann immer an die 10, 20 Menschen gedacht, hier in Schleswig-Holstein, die bei den Grünen rausgegangen sind. Ich gehöre jetzt selber dazu. Die haben dann bei diesen Abstimmungen immer gefehlt. Sonst hätte man bei der Linkspartei und bei den Grünen, vielleicht sogar bei SPD, schon eventuell viel häufiger Mehrheiten fürs Grundeinkommen gehabt. Also da gibt es, glaube ich, keine richtige Lösung. Das muss ja auch jeder und jede für sich entscheiden. Aber man sollte das wirklich grundsätzlich überdenken, wie man sich politisch dafür sinnvoll einbringen kann. Hm. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Vision bedingungsloses Grundeinkommen kommen. Für mich ist der Begriff Vision, im Endeffekt ist es nicht was ganz Hohes sozusagen, sondern die Vision ist halt eine Vorstellung, etwas umzusetzen. Und da bin ich auch der Auffassung, dass wir wahrscheinlich uns alle nicht davon beeindrucken lassen sollten, dass man keine Vision haben sollte. Genau. Die Vision bedingungsloses Grundeinkommen. Wie würde aus deiner Sicht Schleswig-Holstein, wenn es denn mal eine Möglichkeit gäbe, in Schleswig-Holstein diesen Versuch zu machen oder auch in Deutschland oder auch in Europa, beziehungsweise ich gehe da noch weiter, auch weltweit. Was gäbe es für dich zwei wichtige Punkte? Was würde sich tatsächlich verändern? Ja, die erste Veränderung hatten wir ja vorhin schon bei der Bildung und bei der Selbstermächtigung des Einzelnen. Das Wort Demokratiepauschale habe ich übrigens von Katja Kipping geklaut, muss ich zugeben. Die Copyrights liegen bei ihr dafür und nicht bei mir. Ich glaube, dass die Menschen tatsächlich endlich das hätten, wovon wir ständig in der Gesellschaft reden und das seit Jahrzehnten, nämlich ein großes Maß an Entschleunigung. Wir hätten einen gravierenden Bürokratieabbau in Deutschland und die Gelder, die jetzt zu einem großen Teil in den verschiedenen Sozialsystemen in der Bürokratie versickern könnten, tatsächlich den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Also es würde einen Aufbruch geben können von unten, bei dem die Menschen wesentlich angstfreier sich in der Gesellschaft in der verschiedensten Weise engagieren können. Es würden nebenbei auch die Kosten für das Gesundheitssystem sinken, wenn man sich anschaut, wie viel Geld inzwischen von den Krankenkassen für Behandlungen ausgegeben werden müssen, die rein aus Berufsstress oder Ängsten herausstammen. Das würde sogar in dem Bereich massiv Kosten senken können. Also es hätte in alle Bereiche eigentlich eine große Auswirkung. Aber für mich ist eben in einer Gesellschaft, die eine Tendenz hat, immer zentralistischer zu werden, da kann man ja auch manche Kritiken manchmal an der Europäischen Union haben. Da gibt es ja auch teilweise sehr seltsame, makabre Dinge, wie weit der einzelne Mensch schon kontrolliert wird. Dann kommt das digitale Zeitalter dazu mit der Zentralisierung von Datenbanken und so weiter. Also die Wege werden immer weiter für die Bürgerinnen und Bürger. Da könnte das Grundeinkommen natürlich auch den Menschen wieder auf kommunaler Ebene die Möglichkeit geben, sich intensiv in die Gestaltung ihrer politischen Heimat oder Gesellschaft einzubringen.
Es gibt, vor kurzem gab es ein Bericht auch von dem Netzwerk Grundeinkommen zu einem geplanten Pilotprojekt in Göttingen. Kannst du da etwas mehr zu sagen? Ja, also ich habe das von Göttingen auch nur aus der Zeitung gelesen. Okay. Das erinnert mich stark an das, was wir hier in Schleswig-Holstein auch verhandelt haben. Die Frage ist ja dann, wie auch hier gibt es ja auch die Initiative von Simone Lange in Flensburg, die ja Flensburg auch als Modellprojekt vorgeschlagen hat. Entschuldigung. Diese Initiativen gehen aber immer davon aus, dass auf Landes- oder Bundesebene etwas passiert. Und für mich ist die Frage, kann man eventuell Modellversuche durchführen, indem man an den Landesregierungen, an der Bundesregierung vorbeigeht. Also es soll zum Beispiel in der EU, in Brüssel, Pläne geben, in Europa eine Reihe von Modellversuchen zu machen. Das soll noch nicht auf kommissarischer Ebene sein, da soll es aber besprochen werden. Es haben sich auch schon führende Leute aus der EU dafür ausgesprochen, so einen Modellversuch zu machen. Ich kenne es halt hier konkret aus Schleswig-Holstein, wo ein Modellversuch in den Koalitionsverhandlungen, wenn es auch nicht im Vertrag wörtlich abgedruckt ist, so war es in den Gesprächen so, dass man als Ergebnis des Zukunftslabors, und so wird es auch in Göttingen diskutiert, so sein, dass man zwei Ergebnisoptionen hatte, nämlich die eine war möglicherweise, wie gesagt, am Ende dieser Arbeit innerhalb des Zukunftslabors, einen Aufschlag in der Enquete-Kommission des Bundestages zum Grundeinkommen zu machen. Und die zweite Option war, eventuell hätte man ja auch noch oder kommt man ja auch noch auf weitere Möglichkeiten, einen Modellversuch zu machen. Und da war für mich sehr irritierend, dass, obwohl es noch keine einzige Sitzung im Zukunftslabor gegeben hatte, die Landesregierung hier in der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung schon gesagt hat, einen Modellversuch schließe man kategorisch aus. Das hat mich gewundert, weil es eigentlich keinen Ort gegeben hat, wo das beschlossen worden ist. Also auch die Göttinger werden natürlich dann mit der Landesregierung in Niedersachsen oder auch mit der Bundesregierung in Berlin über diese Dinge zu verhandeln haben. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ja, wir werden es weiter beobachten und sicherlich auch deine Beobachtungen wiederum im Auge behalten. Ich auch eure. Genau. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, über das ich gerade mit Arvst Wagner spreche, eine Vision oder auch keine Vision mehr, sondern politische Schritte werden hinter den Kulissen in kleinen Schritten gegangen. Wir werden es weiter verfolgen. Arvst, es hat in der Schweiz 2016 ja eine Abstimmung gegeben zum bedingungslosen Grundeinkommen und dort wurde auch die Frage gestellt, was würdest du machen, wenn für dich ausreichend gesorgt ist? Und diese Frage stelle ich dir auch, weil ich die jedem Gast in meiner Sendung stelle. Ja, ich würde in vielen einfach so weitermachen wie bisher. Ich bin ja, seitdem ich nicht mehr Landesvorsitzender bin, jetzt im Moment ALG-Einsempfänger und habe trotzdem einen vollen Terminkalender. Also es ist ganz viel zu tun und die Arbeit im Konkreto ist mir überhaupt nicht ausgegangen, eher im Gegenteil. Ich hätte natürlich dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich in ein anderes Bundesamtland fahren würde, mich nicht mehr erstmal bei der AGE abzumelden, beim Jobcenter, das muss ich nämlich jetzt jedes Mal. Das ist ganz witzig oder auch für manche gar nicht witzig, verstößt im Grunde gegen das Grundgesetz, aber diese Regeln haben wir jetzt. Und ich möchte da nochmal auf die SPD kommen, da kann man das eigentlich sehr schön deutlich machen. Die SPD, also Martin Schulz, und auch bis heute, da heißt es immer, wir wollen einen großen Sozialaufbruch machen. Und der Vorschlag, der dann oder das Ergebnis, das dann bei Schulz rauskam, war dann nach Wochen des Wartens der Vorschlag des ALG 1, um ein Jahr zu verlängern. Und auch jetzt, das, was die SPD jetzt vorschlägt, ist ja die Rente
einzufrieren auf 20 Jahre auf dem jetzigen Stand. Das wird als Zukunftsvision verkauft. Für viele, die von der Rente jetzt nicht leben können, ist das eigentlich eher eine Drohung. Und da sieht man die Perspektivlosigkeit, die bis jetzt noch in den führenden Kreisen der Parteien herrscht, dass man nur systemimmanent denkt und im Grunde aus diesem sich verwandelnden gesellschaftlichen System nicht in der Lage ist, mal herauszudenken. Und das muss unbedingt passieren. Und wenn ich Grundeinkommen hätte, wäre das für mich die zentrale Aufgabe, für die ich mich einsetzen würde, dass diese Diskussion weiter vorangetrieben wird.